drinnen für einen Tonstudio Nachmittag mit CD Aufnahme und der Herr Georg ist ein Produzent und ich glaube es geht an jemanden hier. Merci beaucoup pour la parole. Nous voulons encourager la jeunesse. Wir wollen die Jugend ermutigen. C'est les talents qui nous amènent devant le grand. C'est les talents qui nous font devant les grands bringen. Et nous devons donner l'opportunité à tout le monde. Wir müssen jedem die Möglichkeit geben. Les Turcs. Die Türken. Ils sont toujours unis. Sie sind immer. S'il y a un bureau, on donne l'argent. Wenn es ein Büro gibt, wo man Geld hergibt. Ils informent leurs frères. Sie informieren ihre Brüder. Allez là-bas. Geht dorthin. Donnons des opportunités aux gens. Geben wir den Menschen die Möglichkeit. C'est ça l'amour. Das ist die Liebe. Je pense aux autres. Ich denke an die anderen. Et moi aussi je pense aux autres. Und auch ich denke an die anderen. Ça c'est un grand. C'est un grand. Das ist hier ein großer. Il m'a aidé à faire le premier CD. Er hat mir geholfen die erste CD zu machen. Il a cru en moi. Er hat an mich geglaubt. Il a vu le talent. Er hat das Talent gesehen. Il était touché. Er war berührt. Qui est ce petit garçon? Wer ist dieser kleine Junge da? Tout le monde voit. Jeder. Mais lui, il a cru en moi. Er hat an mich geglaubt. Il m'a donné la chance. Er hat mir die Chance gegeben. D'avoir un CD dans la vie. Eine CD zu haben im Leben. Et je suis béni. Und ich bin gesegnet. De le connaître. Dass ich ihn kennenlernen darf. C'est un homme très bon. Er ist ein sehr guter Mensch. Et il m'a proposé. Und er hat mir vorgeschlagen. Rodrigue. Bruder Rodriguez. Donnons l'opportunité aux jeunes gens. Geben wir den jungen Menschen die Möglichkeit. Qui ont des talents. Die Talente haben. Choisis quelqu'un. Wähle jemanden aus. Choisis quelqu'un. Wähle jemanden aus. Si la personne vient de toi. Wenn die Person auch von dir kommt. Je vais prendre la personne. Dann werde ich die Person parce nehmen. Parce que je te connais toi. Weil ich dich kenne. Alors je me suis dit. Das heißt, ich habe mir gesagt. Qui dois-je prendre? Wen soll ich nehmen? Qui dois-je prendre? Wen soll ich nehmen? J'ai pris un petit frère. Ich habe einen kleinen Bruder genommen. Dans le Seigneur. Im Herrn. Un petit frère. Einen kleinen Bruder. Là, les talents. Der Talent hat. Je le motive toujours. Ich motiviere ihn immer wieder. Mais il a jamais compris. Aber er hat es nicht von niemals verstanden. Il a les talents. Dass er Talent hat. Il est incroyable. Er ist unmöglich. Il peut aller. Er kann weit nach vorne gehen. C'est Esli. Es ist Bruder Esli. Nous allons lui donner. Wir werden ihm geben. L'opportunité. Wir werden die Möglichkeit geben. De faire un CD. Eine CD zu machen. Avec Georg. Mit Georg. Et comme il est déjà parti. Comme il est déjà parti. Dadurch, dass er schon gegangen ist. Nous allons prendre sa sœur. Wenn wir seine Schwester stattdessen nehmen. Dieu merci. Sie heißt Gott sei Dank. Qui va représenter Esti. Und sie wird es ihrem Bruder geben. Dieu merci. Dieu merci. Monsieur Georg a aussi quelque chose à dire. Il a aussi quelque chose. Thank you. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Merci beaucoup parce que je pour le fait que je sois ici. Danke an Rodrigue. Merci für die Einladung und euch fürs Kommen. Der aller Anfang ist schwer. Merci pour Rodrigue, merci pour vous tous qui êtes venus. Je sais que tous les débuts sont difficiles. Die Veranstaltung muss sich erst bewähren und laufen und dann werden auch mehr herfinden. Et c'est vrai que l'event qu'on a fait aujourd'hui, ça doit commencer, ça doit avoir un début, et puis après, avec le temps, ça prendra de l'allure. Danke, dass ich den Rodrigue kennenlernen durfte. Et je suis reconnaissant d'avoir connu Rodrigue. Wir haben ein wunderbares musikalisches Projekt gemeinsam verwirklicht. Nous avons un projet musical merveilleux ensemble réalisé. Nous avons réalisé un projet musical merveilleux. Ich freue mich, den neuen jungen Musiker bei mir im Studio kennenzulernen. Et je suis toujours content de recevoir chez moi au studio les jeunes talents. Vielen Dank. Merci. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, wunderschönen Abend mit viel Freude und Gottes Segen. Vielen, vielen Dank. Je vous souhaite encore une bonne soirée avec beaucoup, beaucoup de joie. Es geht jetzt weiter, nous continuons, es geht weiter.
Also, wir wollen, ich bitte die Band, oben zu bleiben, ja? Wir wollen aber Schwester Esther Adunmaku auf die Bühne bitten. Die ist eine Schwester, die ich persönlich kenne, ja? Sie kann rappen, richtig rappen und Ragamuffin kann sie sehr gut singen. Also sie macht das für den Herrn seit vielen, vielen Jahren und sie hat wirklich Erfahrung in der Branche. Und die Schwester wurde auch eingeladen und sie hat was zu präsentieren. Die Band bleibt bitte da und die Schwester will was hier vorstellen. So, we are so thankful for today. Je remercie le Seigneur pour ce jour. And I'm just so happy for what the Lord has done. Je suis seulement joyeuse pour ce que le Seigneur a fait. Yeah, as the Lord has done for our Karada and our sister. Pour ce que le Seigneur a fait pour notre frère et pour notre sœur. And I know that if he did it for them, et je sais que s'il a fait pour eux, he'll do it for you. Il le fera aussi pour toi. So I have this rap song that I wrote. J'ai ce chant de rap que j'ai écrit. If you pray, si tu pries, you need to believe it. Tu dois aussi croire en ce que tu dis. Will give you everything that you Et c'est comme ça que le Seigneur te donnera tout ce que ton cœur désire. Alles was du bittest in deinem Gebet. My guys, thank you.
Jesus, 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 Jes
Sie müssen auf dem Stempel. Ich werde ein bisschen singen. Les chaînes tombent quand on adore Dieu. Die Ketten fallen, wenn man den Herrn anbetet. Adoration prophétique. C'est une relation d'intimité. Es ist eine Beziehung, eine intime Beziehung. Quand on est marié, wenn man verheiratet ist, on comprend l'adoration, c'est quoi? Dann versteht man, was die Anbetung ist. Ce sont les mariés qui comprennent l'adoration. Es sind die Eheleute, die verstehen. Jeunes gens, vous ne connaissez pas l'adoration. Die jungen Menschen kennen die Anbetung noch nicht. Vous adorez à l'église, mais ihr betet in der Gemeinde. Avec le temps, vous allez comprendre ce qu'est l'adoration. Mit der Zeit werdet ihr verstehen, was es ist, den Herrn anzubeten. Jésus est l'époux. Jesus ist. Et l'église est l'épouse. Also Jesus ist der Bräutigam und die Kirche ist die Braut. Et quand l'épouse commence à adorer. Und wenn die Braut, anfängt anzubeten. Wow. Wow. Ich rufe es laut. Okay. Ich rufe es laut hinaus, so dass es jeder hört. Deine Güte reicht so weit. Deine Treue hört mir auf. Deine Gnade rettet mich. Deine Liebe führt mich ganz. Woher? Ich singe, denn du bist gut. Ich tanze, denn du bist gut. Ich rufe es laut, du bist gut. Du bist gut zu mir. Amen.
Disfrute. Du bist dazu. Sing. Please, please. Ça, c'est la chanson que Dieu m'a donnée. J'étais à Bruxelles, en train de prier. Le sambo langai yanola. Mein Gebet im Himmel. Kolela langai. Mein Weinen. Oyo. Dieses. Namona. Ich möchte sehen. Dieu m'a dit. Gott hat mir gesagt. Ubota mamolongi. Du bist der Sieger geboren. Nasse na moni. Unter der Sonne. Na katia mai. Im Wasser. Ata na molini. Auch in der Dunkelheit. Hier auf der Welt. Na miki leo. Hier auf diesen Welt. Ata na malini. Auch in der Kälte. Na lunga. Ich habe schon gesiegt. Bona elikia. Weil ich es verspreche. Bona elikia. Die Hoffnung. Wegen der Hoffnung. Na zui kimia. Wegen der Hoffnung habe ich Ruhe bekommen. Im Herzen. Goliath Goyaka. Der Goliath ist gefallen. Jericho ist schon längst gefallen. Sur la terre des hommes, je suis le vainqueur. Auf der Sur le soleil, je suis le vainqueur. Auf der Erde bin ich Sieger, unter der Erde bin ich Sieger. Et les gens ne croient pas.
Pastor John Calambari. Si on veut parler d'un fils, wenn man von einem Sohn spricht, je suis le fils. Ich bin der Sohn. C'est un père. Er ist ein Vater. J'ai un bon pasteur. Ich habe einen guten Pastor. Noemi Calambari. Noemi Calambari. Elle ne peut pas être là aujourd'hui. Sie konnte nicht hier sein. C'est un bon. Sie ist gut. Je suis bien nourri. Ich bin. Ils ont prié pour moi. Sie haben für mich gebetet. Ils ont intercédé pour moi. Sie haben für mich gebetet. Ils ont chanté pour moi. Sie haben für mich gefastet. Les intercesseurs. Die Fürbitter. Ont prié pour moi. Haben für mich gebetet. Wow. Wow. C'est bien d'avoir des gens qui nous aiment. Es ist gut, Menschen zu haben. Les gens qui chantent pour toi. Menschen. C'est que tu dis. Fasten für dich. Il y a des gens qui prient. Wenn du es nicht weißt, Menschen die für dich. Il y a des gens qui chantent pour toi. Es gibt Menschen die fasten für dich. Tu vois la réussite. Du siehst den Sieg. C'est à cause des gens. Wenn du deine Frage siehst, dann ist es weil diese Menschen wie ich bin. Soyez dans une église. Seid in einer Gemeinde. Ne reste pas à la maison. Bleibe nicht zu Hause. Sois dans une église. Sei in einer Gemeinde. Moi je suis enfant de Vici. Ich bin ein Kind von Vici. C'est mon église. C'est mon église. Es ist meine Gemeinde. Je suis passé par le feu. Ich bin durchs Feuer gegangen. J'avais la méfiance. Ich hatte Misstrauen. J'avais peur. J'avais Angst. De sortir même dehors. Ich bin nicht mal rausgegangen. Chaque jour, je prenais des taxis pour aller au travail. Jeden Tag habe ich das Taxi genommen, die Arbeit zu gehen. Moi, qui me réveille à 2 heures. Ich, obwohl ich mich sonst nicht 2 Uhr je ne pouvais plus me réveiller à 6 heures. Ich konnte mich nicht mal 6 Uhr aufstehen. Wenn ich 5 Uhr aufgestanden bin, ma femme priait pour moi. Hat meine Frau für mich gebetet. Enceinte, elle se réveille à 5 heures. Sie war schwanger und sie ist 5 Uhr aufgewacht, um mich für mich zu beten. Je croyais que aujourd'hui, c'est la fin. Ich habe geglaubt, es ist heute das Ende. J'avais peur de quitter la maison. Ich hatte Angst. Je disais toujours. Ich habe immer gesagt. Tu sais que je t'aime. Du weißt, dass ich dich liebe. Tu sais que je t'aime. Du weißt, dass ich liebe, dass ich dich liebe. Je vais retourner. Ich weiß nicht, ob ich heute zurückkommen werde. Il y a deux fois, j'ai été dur. Manchmal war ich hart. Une femme enceinte. Eine schwangere Frau. Tu dis que si je ne suis pas là. Und du sagst, wenn ich nicht mehr da bin. Je me sens sans cesse. Dann habe ich das und das und das dort hingelegt. Stell dir das vor. Je ne croyais pas. Ich habe nicht mehr geglaubt. Ta parole est pénétrée. Das Wort ist nicht mehr reingegangen. Depressionen. Combien ont des depressions? Wie viele haben Depressionen hier? Combien sont malades? Wie viele sind krank hier? Mais y a quelqu'un qui guérit. Aber es gibt immer nur der Heil. I believe. Ich glaube. You are my healer. Ich glaube, du bist mein Heiler. Et Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Tu l'appelles Jehovah Rapha pour toi? Nein, warum denn nicht in Jehovah Rapha? Tu as une expérience avec lui? Hast du Erfahrung mit ihm? Quand j'ai une expérience avec Dieu, je parle de Jehovah Rapha. Je sais de quoi je parle. Wenn ich Erfahrung habe mit Gott, dann rede ich von Jehovah Rapha. Je parle de la foi. Je sais c'est quoi la foi. Wenn ich vom Glauben spreche, dann weiß ich, was der Glaube ist. Je ne crains rien. Ich habe von nichts Angst. Je suis pas le feu. Weil ich das Feuer nicht bin. Die Menschen denken, ich bin arrogant. Quelqu'un qui est très arrogant. Die Menschen denken, ich bin sehr arrogant. Er spricht parce mit Sicherheit. Je sais de quoi je suis de ich, weil ich weiß, wovon ich spreche. Il y a qu'un seul chemin. Es gibt nur einen Weg. C'est Jésus. Und der ist Jesus. Un seul chemin. Einen einzigen Weg. On blague avec l'Église. Man spielt mit der Gemeinde. Plus fort que l'ONU. Mehr als mit der ONU. Und noch plus fort que l'ONU. Stärker als mit der ONU. Viel stärker. Viel stärker als mit der ONU. Als ONU. Viel stärker. Nous blaguons avec les hommes de Dieu. Wir spielen mit den Männern Gottes. L'Église. Die Gemeinde. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Les prévoyants pour notre vie. Die Toren des Totenreichs. On va à l'Église par habitude. Man geht in die Kirche aus Gewohnheit. On veut appartenir. Man will irgendwo dazugehören. Man will eine Gesellschaft dazugehören. Bananji zum Beispiel. C'est plus que une association. Es ist mehr als ein Verein. L'Église. Die Gemeinde. Tout ce que tu vas lier sur la terre. Alles, was auf der Erde wird im Himmelreich. Tout ce que tu vas délier sur la terre. Alles, was du entbinden wirst, wird auch entbunden werden. Je ne pouvais pas servir. Ich habe nicht. Je ne pouvais pas servir. Ich konnte nicht mehr dienen. Servir, tu sais, un privilège. Gott zu dienen ist ein Privileg, meine Brüder. Es ist ein Privileg. Vous servez le roi des rois. Ihr dient dem König der Könige. Servir Queen, hein? Der Königin zu dienen. C'est un privilège. Ist ein Privileg. Vous allez ihr werdet auf Facebook das posten. Mais vous servez Dieu. Aber ihr dient Gott. C'est un privilège. Ist ein Privileg. Être choisi par Dieu. Ah, ça peut être le Créateur. Le Maître de l'univers. Vom Meister des Universums. C'est un privilège. Ist ein Privileg.
Je vais à l'église, chanter avec l'église, on s'habille n'importe quoi, on prie les frères et sœurs, irgendwas zu zeigen, ah, jeune fille, ihr jungen Frauen, Minijin, vielleicht ein Minirock, avec ça tu vas être les hommes, mit wem, mit dem wirst du Männer anziehen, une queen ne s'habille pas comme ça quand même, eine queen, eine Königin zieht sich so nicht an, un roi ne s'habille pas comme ça, ein König zieht sich so nicht an, il est bien arrivé, sie sind gut angezogen, ça c'est un roi, das ist ein König, la tenue. Das ist die Kleidung. Du kannst die Polizei, du kannst den Anzug von einem Polizisten nicht einfach so anfassen. Du darfst es nicht anfassen. Pilot. Vom Piloten. Wow. Wow. Es servit de la Iglesia. Die Diener der Gemeinde. Ein Pilot. Eine kurze Hose, ein Minirock. Wo versorgen wir jetzt? Wo versorgen wir? Was machen wir in der Gemeinde? Nous voulons juste impressionner les gens. Wir wollen Menschen beeindrucken. On a des prières que nous faisons devant le miroir. Nos prières que nous faisons devant le miroir. Wir haben unsere Gebete, die wir vor dem Spiegel machen. Les loups baroyoba. Ah, das heute werden sie hören. Les filles. Die Frauen. Dieu exauce aussi ces gens de prière. Gott solche Gebete. Tu arrives à l'église comme ça. Du kommst in die Gemeinde. Les frères ne peuvent plus prier. Die Brüder können nicht mehr beten. À cause de toi. Vielleicht wegen dir. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Gott teilt seine Herrlichkeit. Es ist gefährlich. Wir kommen, wir gehen rauf zum Altar. Wir essen das Abendmahl aus Gewohnheit. Dieu parle. Gott spricht. Repentons-nous. Repentons-nous. Bekehre. Repentons-nous. Bekehren wir uns. Je viens de loin. Ich komme von weit. Je sais valoriser chaque instant. Ich kann chaque minute. Ich weiß jeden Moment zu schätzen, jede Minute, jede Sekunde. Ich weiß die Menschen zu schätzen. Je sais valoriser les gens. Ich weiß die Menschen zu schätzen. Si tu n'aimes pas les gens, wenn du die Menschen nicht liebst, donc tu n'aimes pas Dieu. Dann liebst du Gott nicht. J'ai pas le temps de calomnier les gens. Ich habe keine Zeit, über die Menschen zu lästern. Si j'entends que mon frère gloire un problème, wenn ich höre, dass mein Bruder gloire ein Problem ça devient hat, un sujet de prière dann wird das zum Thema eines Gebets für mich. Pas un thème. Kein Thema, weil es um es mit anderen zu teilen. Je lui, je commence à ich liebe mich nieder und bete. Oh Dieu. O Herr. Souviens-toi de ses fils d'Abraham. Erinnere mich an den Sohn von Abraham. Du hast einen Bund mit Abraham. Et ça, c'est ton fils. Und das ist dein Sohn. Luc 22. Jesus sagt: Simon, Simon, wenn, le diable te réclame. Wenn der Teufel dich réclamiert, mais moi, je prie pour toi. Ich werde für dich beten. Que ta foi ne défaille point. Damit dein Glaube nicht fällt. Et quand tu vas revenir vers moi, wenn du zu mir kommst, et tu puisses affaiblir tes frères. Wirst du deinen Brüdern versichern können? Je fait pour moi. Ich habe es, warum habe ich es gemacht? Pour vous encourager. Um euch zu ermutigen, zu versichern. Ça vaut la peine. Es muss sein. Ça vaut la peine de es hat Wert. Ça vaut la peine de croire. Man, es hat Wert zu glauben. Ça vaut la peine d'aller à l'église. Es hat Wert, in die Gemeinde ça zu gehen. Vaut la peine d'avoir un père spirituel. Es hat Wert, einen spirituellen Vater zu haben. La peine de venir les gens. Es hat einen Wert, die ça Menschen la peine de venir aux aider. Es hat einen Wert, unsere Feinde zu lieben. Es hat einen Wert, es zahlt sich aus. Ça vaut la peine. Es zahlt sich aus. J'ai compris une chose. Ich habe eine Sache verstanden. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Sucht zuerst das Reich der Gerechtigkeit. Und das andere wird euch gegeben werden. Je m'inquiète pas pour cela. Ich sorge mich nicht aufgrund des Geldes. Ce sont les papiers. Es sind Papiere. Vous avez des stress à cause de l'argent. Ihr habt Stress wegen dem Geld. Votre papa connaît que vous avez besoin de l'argent. Euer Vater weiß, dass er Geld braucht. Vous inquiétez, ça change quoi? Was, ça change quoi? Was ändert es? Rien du tout. Nichts. Rien du tout. Nichts. Les gens me prennent pour un fou. Die Menschen denken, ich bin verrückt. Wegen Gott bin ich verrückt, ich weiß es. Ich nehme es so an. Mais je dis une chose. Aber ich sage euch eine Sache. Il faut pas tuer le rêve de Dieu. Il faut pas tuer le rêve de Dieu. Du darfst den Traum Gottes nicht umbringen. Abraham, Dieu a demandé son fils. Abraham, Gott hat ihm seinen Sohn gebeten. Und er hat den Sohn aufs Altar gegeben. Und er hat das Messer genommen. Und er wollte den Sohn umbringen. Il avait demandé à ses serviteurs de rester. Er hat seinen Dienern gesagt, sie sollen zurückbleiben. Rester là. Dort bleiben. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Ich und mein Kind gehen anbeten. L'adoration demande la séparation. Die Anbetung erfordert auch eine Trennung. Faut se séparer de certaines personnes dans la vie. Man muss sich von gewissen Menschen trennen. De certaines choses pour adorer Dieu. Von gewissen Dingen trennen, Gott anzubeten. Weil sie werden dich daran hindern, den Herrn anzubeten.
Du und ich. Toi et moi. Du und ich. Et il a pris le couteau. Und er hat das Messer genommen. Il a attendu Abraham. Und er hat Abraham. Wie viele hören die Stimme Gottes? Wie viele hören die Stimme Gottes? Kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich jetzt hören? Man hört nicht die Stimme Gottes. Viele Stimmen sprechen. Auch der Teufel spricht. Er kennt das Wort. Er kennt das Wort. Also lieben wir die Menschen. Lieben wir die Menschen. Lieben wir einander. Lieben wir einander. Que l'amour soit vrai. Dass die Liebe bereit ist. Soit vrai. Dass die Liebe wahr ist. Soit réel. Und reell ist. Dire, je t'aime, c'est bien. Zu sagen, ich liebe dich, ist gut. Les actes. Aber die Taten, wie ist es mit den Taten? C'est pas la fin. Es ist nicht das Ende. Nous allons donner un témoignage. Wir werden Zeugnis ablegen. On peut donner même un film. Wir können sogar einen Film machen. Je vais inviter un frère. Ich werde einen Bruder einladen. Vaut mieux la fin d'une chose qui soit commencée. Liebe das Ende einer Sache als der Anfang. Arbre sans saison. Arbre sans saison. Que ça soit en hiver. Egal ob im Winter. Que ça soit en été. Egal ob im Sommer. Frühling oder im Herbst. Arbre sans saison. Ein Baum ohne eine Saison. Moi je l'aime beaucoup. Ich liebe ihn sehr. C'est un prophète. Er ist ein Prophet. Un adorateur prophète. Er ist ein prophetischer Anbeter. Son nouvel album. Sein neues Album. Kairos. Heißt Kairos. Kairos. Heißt Kairos. C'est un prophète. Er ist ein Prophet. On a besoin de chanter prophète. Wir brauchen Sänger, die Propheten sind. Les chanter prophète. Sänger, die Propheten sind. Pas les chanter qui interprètent toujours les chansons des autres. Nicht Menschen, die einfach andere lieben. Qui n'ont pas la relation avec Dieu. Die keine Beziehung haben mit Gott. Ils aiment toujours imiter. Être comme. Sie wollen immer sein wie. Sie wollen nachahmen. On a pas besoin de deux mains carambaye. Wir brauchen keinen. Wir brauchen nicht zwei von. On a pas besoin de deux, je ne sais pas, Patrice. Wir brauchen nicht zwei von Patrice. Je vous présente un grand, un homme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, papa, Vater, Paul, Lukela, un grand. Il a tout payé pour moi, je n'ai pas de dette.